Hallo und herzlich willkommen zurück zu Mass Effect 2. Wir haben beim letzten Mal einen Haufen Missionen bekommen, die wir jetzt auch alle abarbeiten dürfen. Mehr oder weniger, wir müssen erstmal wieder zurück zum Massenportal. Hier unten ist es. Dann einmal noch vorher tanken. Bisschen Geld haben wir ja, alles gut. Dann zeig mal her. Joa. Das hier ist am nächsten die Milchstraße. Oh. Ah, ne. Vergiss, was ich gesagt habe. Egal. Nubianische Weite meine ich natürlich. Helfen wir mal Jack. Wo ich mir nicht sicher bin, ob ich Jack jemals einsetzen werde. Aber wir helfen ihm trotzdem mal. Pragia. Doch, zunächst schauen wir uns doch mal schnell am Planeten hier an. Nicht, dass sich hier noch irgendwo eine Anomalie verbirgt, ne? Man kann ja nie wissen. Na doch, man könnte natürlich nachgucken, aber wenn man das nicht macht, kann man es nicht wissen. Wobei eigentlich schon, ist ja selten mehr als eine Sache pro System. Selten? Ich überlege gerade, ob es überhaupt schon mal so war. Ich glaube nicht. Na, lade schneller. Gut, wir müssen natürlich Jack mitnehmen und dann Ene Mene Mu. Und raus ist Miranda. Wo werden wir kämpfen müssen? Vielleicht. Komm, wir nehmen sie trotzdem. Ah, nee, wir nehmen sie nicht. Wir nehmen Grunt. Wir brauchen einen, der zur Not auch mal so richtig schön reinhauen kann. Oh, wir haben Jack keine Punkte gegeben. Egal. Ich hatte vergessen, wie sehr ich diesen Ort hasse. Sehen Sie den Landeplatz? Er muss auf dem Dach sein, sonst würde die Vegetation ihn in wenigen Stunden überwuchern. Shepard, ich fange überall thermische Signaturen auf, nur nicht in Ihrer Landezone. Etwas stört die Sensoren. Ja. Sie haben alles so gebaut, dass es ewig hält. Arschlöcher! Es war ein Fehler, hierher zurückzukommen, Shepard. Wenn wir eine Mission anfangen, bringen wir sie auch zu Ende. Natürlich. Okay. Gehen wir runter. Na, das war ja einfach. Kann ich eigentlich ihre Punkte jetzt noch im Nachhinein verteilen? Ja, sieht so aus. Komm, Jack, hier. Hau rein. Danke. Okay, Pragia. Mal ein bisschen umschauen. Hier ist schon mal nix. Reingehen und die Bombe in meiner Zelle legen. Ich will das alles hier in Flammen sehen. Ja, was kriegen wir hin? So kaputt, wie alles aussieht. Ich habe diesen Raum nie gesehen. In diesen Containern müssten sie die Neuzugänge hergebracht haben. Sie waren fertig und kurz vorm Verhungern. Aber am Leben. Meistens. Starten wir mal hacken. Ich habe mir mal vorher angucken sollen. Hier das hier. Zack. Und dann das letzte ist das hier. So, erste Loot-Check. Schon unterwegs. Huch, nein, kommen wir mit. Ich gebe Ihnen verstanden. Ja, ja. Da geht es runter und da müssen wir auch hin. Protokolle. Er wird misstrauisch. Wenn wir Resultate haben, wird ihm egal sein, wie sie zustande kamen. Aber wenn er wüsste... Er wird's nicht rausfinden. Der Unbekannte verlangt... Was wird er nicht rausfinden? Hinter dem Rücken des Unbekannten irgendwas Geheimes durch. Er hat nicht gesagt, was sie vor dem Unbekannten verbergen. Genau.
Ich erinnere mich, dass ich in diesen Raum geflogen bin. Es kam zum Kampf. Durch die Spalten in der Decke konnte ich das Sonnenlicht sehen. Zwischen mir und der Freiheit stand nur ein halbtoter Wachmann. Er hat um sein Leben gebettelt. Und dann wirst du es ihm genommen haben, ne? Aber hier gibt es nirgendwo Leichen bis jetzt. Eine verschlossene Lagerkiste. Lagerkiste. 3000 gleich, okay. Die beiden. Ja, hier. Was haben wir hier? Diesen Kringel. Zack und zack. Jetzt sind wir schon mal 6000. Oh. Aha. Sie haben uns gesehen. Ja, ich wollte eigentlich Munition sparen, aber ich muss mal die Maus kurz ein bisschen langsamer machen. Oh, es funktioniert nicht. Na dann. Auch gut. Muss ich ja ein bisschen aufpassen beim Zielen. Alter Blutfleck. Das sieht aus wie eine Arena. Stimmt. Sie haben hier Kämpfe organisiert. Ich gegen andere Kinder. Ich fand's toll. Bin ja sonst nie aus meiner Zelle rausgekommen. Gehen wir weiter. Ja, verdammt. Ja, wir untersuchen ihn nicht lange. Wenn sie uns was sagen will, wird sie schon machen. Hier befindet sich nichts. Die Quells nehmen wir auch mit. Sicherheitsoffizier Semkel, Anlage Teltet. Die Subjekte sind aus ihren Zellen entkommen und zerlegen alles. Subjekt Zero wird entkommen. Ich brauche die Genehmigung zur Terminierung. Ich wiederhole, Genehmigung zur Terminierung. Alle Subjekte außer Zero sind entbehrlich. Halten Sie Jack am Leben. Verstanden. Ich beginne mit... So war's nicht. Ich bin ausgebrochen, als meine Wachen verschwunden sind. Ich habe den Aufstand ausgelöst. Sieht aus, als hätten sie eine ganze Menge nicht gewusst. Die anderen Kinder haben mich angegriffen, die Wachen haben mich angegriffen, die automatischen Systeme haben mich angegriffen. Da bleibt nicht viel Raum für Interpretationen. Da ist was dran. Andererseits, wenn man sich Sachen lange genug einredet, ne? Sollte eigentlich verlassen sein. Wer zum Teufel hat den Varen erschossen? Er ist noch frisch. Oh. Wir werden es herausfinden. Hier haben wir diesen Pinöpel, der war da. Jetzt haben wir hier einen Kringel, der war auch hier, genau. Zack, zack, das Ding auf das Ding und das Ding noch da. Element Zero, jawohl, 500 Stück davon. Mhm. Das ist echt noch eine Mangelware. Als andere haben wir reichlich, nur davon nicht so viel. Ein PDA. Und eine Tür. Wir wurden im Und Bloodpack. Wirst ein bisschen mehr brauchen. Flieg, Miststück. Oh. Ja, ich mach das schon, ne? Hab ich dich. Nicht schlecht. Also ich glaube... Jack ist off. Kannst du sowas gebrauchen, ne? Was hast du für Waffen? Schrotflinte, Pistole. Naja. Huch. Was war das? Egal. Wozu brauchten sie eine Leichenhalle? Es war eine kleine Anlage. Die anderen Kinder müssen in großer Anzahl gestorben sein. Und selbst dann waren sie noch Teil des Experiments. Blödsinn. Mir ging's am schlechtesten und ich bin lebend rausgekommen. Vielleicht ging es dir doch nicht am schlechtesten, ne? Ach verdammt, ich wollte nach oben. Nehmen wir den hier. Tja, den hier. Und... Ich bin blind, aber ich glaube, der hier ist es.
So, das war eine Tür. Kommen wir irgendwie dahin? Nein. Dann halt auf durch die Tür. Und umgehen. Jawohl, hier, nimm die. Das wird da hinkommen, genau. Schon seltsam, wieder hier zu sein. Ich bin stinksauer. Ein saugefährliches Miststück. Aber gleichzeitig bin ich auch ein kleines Mädchen. Scheiße. Es ist so kompliziert. Legen wir einfach die Bombe. Ja, bitte. Wo trägst du die Bombe überhaupt? Sie haben uns gesehen. Das frage ich mich. Wo hat sie die Bombe versteckt? Okay, hier ist nichts in der Zelle. Die Zellen sind ja alle leer. So endlos. Offensichtlich. Das ist ein halbdurchlässiger Spiegel? Meine Zelle ist auf der anderen Seite. Ich konnte die anderen Kinder hier draußen sehen. Ich habe sie stundenlang angeschrien. Aber sie haben mich immer ignoriert. Ja, jetzt weißt du warum. Warum sollte jemand auf dich reagieren, wenn dich keiner sehen kann, ne? Sicherheitskonsole? Hier muss ich bei meinem Ausbruch durchgekommen sein. Aber ich erinnere mich nicht daran. Das ist ein schrecklicher Ort. Eintrag 1054, Anlage Telted. Die letzte Versuchsreihe von Perk Nim war ein Misserfolg. Subjekte 1, 4 und 6 verstorben. Keine biotische Veränderung bei den Überlebenden. Wir haben die Kerntemperatur der überlebenden Subjekte reduziert, aber es gab keine relevanten biotischen Reaktionen. Alle Subjekte sind daran gestorben. Wir werden das also bei Zero nicht versuchen. Hoffentlich ist unser Vorrat an potenziell biotischen Subjekten groß genug. Wir verbrauchen sie ziemlich schnell. Das ist Quatsch. Die haben doch nicht Experimente an anderen Kindern durchgeführt, damit mir nichts passiert. Die ganze Anlage diente dazu, aus ihnen zu machen, was sie heute sind. Sie kapieren es nicht, Shepard. Ich habe diesen Ort überlebt, weil ich härter war als die anderen. Das macht mich aus. Wenn es hier Antworten gibt, liegen sie weiter drin. Alles ist verloren. Die Subjekte sind wild geworden und Zero ist frei. Wir schaffen Telten ab. Es ist eine Katastrophe. Wir werden das Ascension-Programm der Allianz infiltrieren und uns ranhängen. Dadurch wird hoffentlich... Wir sind... Zero, warten Sie! Shepard, Sie haben irgendwo anders wieder angefangen. Ascension ist ein Programm der Allianz. Eine Schule für biotische Kinder. Dort werden keine Kinder gefoltert. Vieles hier... ist anders, als ich es im Gedächtnis habe. Sie konnten das nicht wissen. Mag sein. Wir nähern uns meiner Zelle. Dem Ort, wo ich herkomme. Gehen wir weiter. Ja, Moment, Moment. Hier ist auch ein Forschungsterminal. Okay. Wo haben wir denn... Nehmen wir das hier. Ganz viel Grün. Kommt einfach nicht... So, und ein komisches, was auch nicht kommt. Hier ist es. Na, was wird es sein? Wertvoll. Oh, biotischer Schaden. In der Tat. Bevor wir da durch die Tür gehen, warte mal. Ja, wir sollen hier ganz offensichtlich da lang gehen. Mal kurz hier schauen. Schade. Na gut. Dann gehen wir halt durch die Tür. Na, ihr Stinker? Hey, Arish, ihr Kurek. Ja, die Eindringlinge sind hier.
Wenn wir sie umnieten sollen, müssen wir über Kohle reden. Sie haben uns jede Menge Plündergut versprochen. Aber hier gibt es nur Müll. Also schön, wir schalten sie aus. Danach komme ich zu Ihnen und wir reden über die Bezahlung. Sie stehen mir im Weg. Macht sie fertig. Gerne. Alle töten, das kann ich sehen. Oh. Feuer konzentrieren. Alle Einheiten. Sofort vorführen. Raus und kämpfen. Feuer konzentrieren. Das ist doch total unfair. Warte mal. Wir haben doch hier das hier. Was? Hintergeh mich nicht. Ja. Aber wir haben eine Jack. Und ihr seid Idioten. Auf den Boden, sofort. Na gut, aber er hält sich, ne? Autsch. Ach toll. Meinst du? Wenn ich nachlade, das hilft euch auch. Ja, komm, wir nehmen mal die hier. Oh, brauchst du Hilfe? Na toll. Ja, war schlecht. Und der ist weg. Der einzig verbliebene Raum ist meine alte Zelle. Wer immer dieser Arish ist, dort muss er sein. Ich will die Bombe sowieso dort platzieren. Dann kann ich es gleich auf seiner Leiche tun. Alles klar. Kriegen wir hin. Aber erst hier kurz umgehen. Hier. Die beiden. Und die beiden. Weil wir noch ganz viel Geld brauchen, ne? Mehr gibt's ja nicht. Schade. Na dann. Betreten wir doch mal ihre Zelle. Warte mal, speichern, ne? Rauskommen. Wir wissen, dass Sie da sind. Wer sind Sie? Mein Name ist Arish und Sie brechen in mein Zuhause ein. Ich kenne Sie, Subjekt Zero. So viele Jahre sind vergangen und ich dachte, ich wäre der einzige Überlebende. Mein Name ist Jack. Woher zum Teufel kennen Sie mich? Wir alle kannten Ihr Gesicht, Jack. Sie haben uns Schreckliches angetan, damit Ihre Experimente Sie nicht töten würden. Sie waren die Frage und ich habe darauf immer noch keine Antwort. Warum sind Sie zurückgekommen? Ich habe die Söldner angeheuert und kam dann vor etwa einem Sonnenjahr zurück. Wir setzen die Anlage Stück für Stück wieder instand. Ich werde herausfinden, was sie wussten. Wie man das wahre biotische Potenzial in den Menschen weckt. Ich nehme die Anlage Teltin wieder in Betrieb. Sie wird wunderschön. Ich wollte ein Loch im Boden. Und er will das Geschehene rechtfertigen, indem er die Anlage benutzt? Wir können das alles sprengen, aber was wird aus Ihnen? Was machen wir mit einem zweiten Jack? Ganz einfach. Lassen Sie mich einfach hier. Ich gehöre hierhin. Vergessen Sie! Sie sind hier, um Ihre Vergangenheit auszulöschen. Er ist ein Teil davon. Ich... Scheiße, ist das richtig? Löst es meine Probleme, wenn ich ihn umlege? Sie sind eine Killerin, Jack. Das ist Ihr Job. Stimmt. Das war ein gutes Gefühl. Eine Kugel in den Kopf löst jedes Problem. Na. Das ist mir jetzt auch klar. Dieser Raum war meine gesamte Kindheit. Geben Sie mir eine Minute, um mich umzusehen. Wir müssen eine Bombe hochjagen. Die Arbeit wartet. Okay. Den Laden im Erdboden gleich zu machen, hat oberste Priorität.
jetzt drück endlich. Hey, das war eine große Bombe. Sehr schön. Zerstörung der Anlage auf Pragia bestätigt. Besorgt, ob früheres Säubungsteam wirklich alle Daten vernichtet hat. Überlebende Wissenschaftler der Anlage bereits tot. Entweder als Folge des Aufstands oder der Abschaltung der Anlage. Jack sollte jetzt keine emotionalen Probleme mehr haben, die sie von der Mission ablenken. Wir haben einen Kraftfall geschaltet, wandelt absorbierte biotische Energie in erhöhten Schaden gegen Gesundheit, Panzerung und biotische Barriere um. Oh. Nett. Sie hat ein neues Outfit, das schauen wir uns nachher mal an. Unsere Forschung, jawohl. Bisschen Kohle und bisschen Intensivierung. Das war doch sehr erfolgreich.